Vor der Anhörung des PDC, des Planetenverteidigungsrates, gingen die Wandschauer in den Meditationsraum. Zu den Wandschauern gehörten der ehemalige US-Verteidigungsminister Frederick Tyler, der venezolanische Präsident Manuel Rey Díaz, der Wissenschaftler Bill Hines und Luo Ji, der sich bislang noch nicht durch irgendetwas Besonderes hervorgetan hatte. Der Meditationsraum war ihr bevorzugter Ort im UN-Hauptgebäude. Ihnen kam es vor, als wäre dieser Ort der Stille eigens für Wandschauer konstruiert worden. Schweigend saßen sie dort. Jeder von ihnen spürte, was es hieß, vor dem ultimativen Krieg niemals ihre wahren Gedanken miteinander austauschen zu können. Haben Sie von den Wandbrechern gehört? Die ETO hat es auf ihrer Webseite gepostet und die CIA hat es bestätigt. Die Wandschauer verfielen erneut in Schweigen. Jeder stellte sich seinen Wandbrecher vor. Der Tag, an dem ein solcher Wandbrecher tatsächlich auftauchte, würde vermutlich ihr letzter sein. Der dunkle Wald. Ein Hörspiel in 4 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Liu Cixin. Teil 2. Überleben ist das oberste Gebot jeder Zivilisation. Kosmosoziologie. Wir brauchen dich. Feld. Das Einzige, was die Sophonen nicht dekodieren können, sind menschliche Gedanken. Das ist ein Missverständnis, Bill oder? Alles wird komplizierter. Wir haben unsere Wandbrecher. Zuständig für Wandschauer Manuel Rey Díaz. Frederick Luo Tyler. Ji wird sein eigener Wandbrecher sein. Die stärkste kampffähige Waffe der Menschheit heute ist die Wasserstoffbombe. Sich darauf zu konzentrieren, ist doch nur logisch. Ich halte meine Vorgehensweise für alternativlos. Der venezolanische Präsident blickte selbstbewusst in die Runde. Gibt es Fragen zu den Ausführungen von Wandschauer Rey Díaz? Bei allem Respekt, Senor, im Weltraumkrieg könnten Atombomben wenig effizient sein. Kernexplosionen produzieren im Vakuum keine Schockwellen, sondern lediglich unbedeutenden Druck. All ihre Energie wird in Form von Strahlung freigesetzt. Und wenn das Ziel direkt getroffen wird? In diesem Fall wäre Hitze der entscheidende Faktor. Das Ziel würde schmelzen oder verdampfen. Tatsächlich kann sich die mechanische Wirkung einer Atombombe nicht mit einer kinetischen Waffe messen. Ihre thermische Zerstörungskraft ist nichts im Vergleich zu Gammastrahlenlasern. Aber über solche Waffen verfügen wir nicht. Atombomben sind die stärksten ausgereiften Waffen der Menschheit. Und ihre Effektivität für den Weltraumkrieg sollte sich doch steigern lassen, oder? Der Vorbesitzer heißt Sie herzlich willkommen. Es ist ihm eine Ehre, das Haus einem Wandschauer zu überlassen. Zum ersten Mal im Leben hatte Luo Ji das Gefühl, dass ein Traum wahr geworden war. Die schneebedeckten Gipfel in der Ferne, der See vor ihm, die Wiesen und der Wald daneben, alles war genau so wie auf der Zeichnung, die er Isabella Sai, der Generalsekretärin des Planetenverteidigungsrates, gegeben hatte. Wohnt hier jemand in der Umgebung? Niemand im Umkreis von 5 Kilometern. Danach kommen ein paar Dörfer. In den Ställen standen 10 Pferde. Außerdem gab es einen Tennisplatz, einen Golfplatz, einen Weinkeller und am See ein Motorboot sowie mehrere Segelboote. Luo Ji nahm an, dass sie irgendwo in Nordeuropa sein mussten. Doch er unterließ es zu fragen. So, dann sind wir im Salon. Kent führte Luo Ji durch sämtliche Zimmer des Hauses. Der Vorbesitzer hatte offenbar einen guten Geschmack. Jedes Zimmer war schlicht, aber elegant eingerichtet. Eins muss man sagen, der Mann hat Geld. Er hat das Gelände der UNO gestiftet. Zurück im Wohnzimmer ließ sich Luo Ji in den herrlich bequemen Sessel vor dem Kamin sinken. Kent stellte ihm verschiedene Personen vor,
Hausmeister, Koch, Fahrer, Stallbursche und Bootsführer sowie einige Wachleute. Wo ist Shitiang? Shitiang lässt sich entschuldigen. Er bereitet sich auf den Kälteschlaf vor. Er leidet an Leukämie und hofft, dass die Medizin in der Zukunft in der Lage ist, diese Krankheit zu heilen. Oh. Lu Ji verließ das Haus und ging über den perfekt getrimmten Rasen auf einen Steg, der bis in die Mitte des Sees reichte. Mit der Hand am Geländer betrachtete er die Reflexion der schneebedeckten Gipfel auf der spiegelglatten Oberfläche des Sees. Was geht mich die Welt in 4 Jahrhunderten an? Keiko, ich kann das nicht. Ich kann kein guter Wandschauer sein. Das kann niemand, Bill. Ein ultimativer Plan für den Sieg existiert nicht. Ich hab noch nicht mal einen Plan. Das Einzige, was mir bleibt, ist, den anderen dabei zu helfen, einen zu finden. Welchen anderen? Den anderen Wandschauern? Nein, ich meine unsere Nachfahren. Die biologische Evolution vollzieht sich in Zyklen von mindestens 20.000 Jahren. Das heißt, die modernen Wissenschaften werden vom Gehirn primitiver Menschen betrieben. Du möchtest mit Hilfe der Wissenschaft die Evolution des Gehirns beschleunigen? Wir beide müssen uns mit aller Kraft darauf konzentrieren, das Gehirn so weit zu verbessern, dass es imstande ist, den Planeten zu verteidigen. Wenn wir ein Jahrhundert lang hart daran arbeiten, können wir vielleicht die menschliche Intelligenz so steigern, dass die Wissenschaftler der Zukunft nicht mehr von den Symphonen abgehalten werden. Dann bräuchten wir als erstes ein grundlegendes Verständnis von den Mechanismen des menschlichen Gehirns. Wie lange würden wir dafür brauchen? Ein Jahrhundert ungefähr. Nehmen wir an, 2 Jahrhunderte. Dann hätten die hochintelligenten Menschen immer noch 2 weitere Jahrhunderte Zeit, um neue Technologien zu entwickeln. Guten Abend, Herr Lu. Eine zierliche Gestalt betrat das Zimmer. Guten Abend. Hier ist es schon ein wenig kühl. Ah, oh, Verzeihung, Herr Lu, mein Name ist Zhuang Yan. Hallo, Zhuang Yan. Lassen Sie mich doch ein Feuer am Kamin anzünden. Warum ist das hier so... so... anders, als Sie sich's vorgestellt haben? Ja. Ja, es ist anders. Vielleicht haben Sie gedacht, hier wäre alles voller Landkarten. Dazu ein großer Bildschirm und ein Haufen uniformierter Generäle davor und ich mittendrin mit einem Stab, mit dem ich auf Dinge zeige. Genau so, Herr Lu. Sie sind sicher müde von der Reise. Wie wäre es mit einer Tasse Tee? Oder möchten Sie lieber Wein? Das ist gut gegen die Kälte. Gerne. Danke. Was haben die Ihnen erzählt, bevor Sie herkamen? Ja, dass ich zum Arbeiten hier bin, natürlich. Herr Lu, woran werde ich hier arbeiten? Was Ihre Arbeit angeht. Sie kennen die Operation Wandschauer. Der Erfolg hängt von Ihrer Undurchsichtigkeit ab. Wie unverständlich Ihnen Ihre Arbeit auch vorkommen mag, Zhuang Yan, sie ist ganz bestimmt von Bedeutung. Versuchen Sie nicht, sie zu verstehen. Ich verstehe. Und was soll ich tun? Ihre Arbeit, Zhuang Yan, besteht darin, sich selbst glücklich zu machen. Was meinen Sie? Ja, Sie müssen die glücklichste und zufriedenste Frau auf der Erde werden. Das ist Teil der Operation Wandschauer. Aha.
Kommen wir nun zu Wandschauer Nummer 1. Mr. Tyler? Ladies and gentlemen. Der ehemalige Verteidigungsminister der USA kam direkt zum Punkt. Ich brauche eine bewaffnete Armee im Weltraum. Ich rede von einem Kampfgeschwader. Sie sollen jemals etwa so groß sein wie ein conventional Kampfjet mit nur einem Piloten. Wie ein Schwarm Mücken im Weltall. Deshalb nenne ich meinen Plan das Mückenschwarmprojekt. Diese Flotte soll mindestens so groß sein wie die der angreifende Trisolaria. 1000 Schiffe. Sie wollen mit einer Mücke ein Kampfschiff der Trisolaria angreifen? Das wird die kaum jucken. Sir, wenn jede dieser Mücken mit einer 100 Megatonnen Wasserstoffbombe bestückt ist, dann schon. Das ist doch eine billige Kopie meines Planes. Ist einer, dessen Plan man kopieren kann, noch ein Wandschauer? Ihr Mückenschwarm wird Jahre brauchen, um die Verteidigungszone am Rand des Sonnensystems zu erreichen. Ein Kampfpilot kann unmöglich so viel Zeit in einem Cockpit verbringen, in dem man nicht mal aufstehen kann. Kälteschlaf. Die Piloten müssen überwintern. Damit mein Plan funktioniert, müssen zwei Technologien entwickelt werden. Miniaturisierte Superbomben und miniaturisierte Kälteschlafeinheiten. Ich habe noch zwei Ergänzungen zu Operation Mückenschwarm. Ich möchte bestimmte Himmelskörper erforschen, darunter den Jupitermond, Europa, diverse Kometen und den Zwergenplanet Ceres. Zudem ist es ausgesprochen wichtig, dass ich während jeder Kampfphase die volle Kontrolle über jeden einzelnen Kampfjäger übernehmen kann. Thank you very much. Können Sie die Aliens wirklich besiegen, Herr Lou? Die Grundidee der Operation Wandschauer ist es, die wahre Strategie der Menschheit in den Gedanken einer einzelnen Person zu verbergen. Dafür mussten sie ein paar Leute auswählen. Das bedeutet aber nicht, dass diese Leute Übermenschen sind. Es gibt keine Übermenschen. Aber warum wurden Sie ausgewählt? Wandschauer sind die schlimmsten Lügner der Menschheit. Aber ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, warum man mich ausgewählt hat. Ich bin nur ein ganz gewöhnlicher Mensch. Das muss sehr schwer sein. Ihre Worte trieben ihm die Tränen in die Augen. Seit der Ernennung zum Wandschauer war Zhang Yang die Erste, die das erkannte. Wäre es nicht möglich, eine mimische Sprache zu entwickeln und sich nur mit Auge und Gesicht zu verständigen? Schwierig. Wir können ja noch nicht mal das Lächeln der Mona Lisa deuten. Als der Urmensch zu sprechen anfing, ging es auch nur um einfache Botschaften. Vielleicht noch simpler als Vogelsprache? Erst später wurde die Sprache immer komplexer. Okay, dann lass uns mal versuchen, einen einfachen Gedanken allein mit der Mimik zu übermitteln. Einverstanden. Also wir überlegen uns jeder jetzt eine Botschaft und dann tauschen wir uns aus. Mhm. Gut, ich habe meine. Moment. Moment. Gut. Ja, ich auch. Fangen wir an. Danke. Meine Botschaft war, ich möchte mit dir Abendessen. Meine war, du solltest dich mal rasieren. Wir müssen uns zusammenreißen, es geht hier um das Schicksal der Menschheit. Ja, okay. Noch einmal. Diesmal ist Lachen streng verboten. Mhm. Oh. Zhuang Yans klare Augen brachten einmal mehr alle Seiten seines Herzens leise zum Klingen. Sehen Sie, General, hier haben Sie ein Bild vom Feindesland. Zhang Weise erkannte nichts außer einer Gruppe dreier Lichtringe vor einem schwarzen Hintergrund.
Sie waren verschwommen wie das Licht von Straßenlaternen im Nebel. Demnach können wir den Planeten nicht wirklich sehen. Das also waren die drei Sterne, die über das Schicksal zweier Zivilisationen entschieden, indem sie das Leben auf Trisolaris unmöglich machten. Ihre unberechenbaren Umlaufbahnen ließen Trisolaris zwischen Temperaturextremen schwanken. Da ist noch etwas anderes. Dr. Ringier. Was glauben Sie, ist das hier? Es hat einen größeren Durchmesser als der Planet. Der Durchmesser ist nicht sicher zu bestimmen. Offenbar ist die Form des Objekts sehr unregelmäßig. Zoom mal an die Stelle ran. Okay. Das ist doch ein Pinsel. Der General hatte es auf den Punkt gebracht. Das Objekt sah aus wie eine Gruppe kosmischer Borsten. Allerdings ohne Griff. Oh Gott. Kann das wirklich sein? Kann einer etwas zum Effekt des Hochgeschwindigkeitsaufschlags sagen? Es ist klar, dass der Schweif sich entlang der Aufprallachse ausbreitet. Aber der Ausdehnungsbereich... Haben wir ein mathematisches Modell? Haben wir. Einen Augenblick. Hier. Aufschlagsgeschwindigkeit? Das Hundertfache der dritten kosmischen Geschwindigkeit. Nee, ne? Schon jetzt so hoch. Kann mir jemand mal sagen, was das alles zu bedeuten hat? Lassen Sie es mich erklären, General. Die drei Sonnen sind von interstellaren Staubteilchen umgeben. Offenbar haben mehrere Objekte mit sehr hoher Geschwindigkeit diesen Staub durchstoßen und einen Schweif hinterlassen. Ach, und das sind also die Borsten? Ich habe die Borsten gezählt. Es sind genau 1000. General, was wir hier sehen, ist die Flotte der Trisolarier. Was das Weltraumteleskop Hubble 2 an diesem Tag entdeckt hatte, lieferte den endgültigen Beweis für die Trisolaris-Invasion und machte die letzten Illusionen der Menschheit zunichte. Eine neue Welle von Verzweiflung, Panik und Ratlosigkeit erfasste die Menschen. Harte Zeiten brachen an. Die einzige Konstante in einer sich ständig verändernden Welt blieb die Geschwindigkeit, mit der die Zeit voranschritt. 5 Jahre vergingen. Jahr 8 der Krise. Abstand der Trisolaris-Flotte zum Sonnensystem 4,2 Lichtjahre. Wollt ihr auch so coole Supertypen werden wie die Wandschauer? Seid ihr bereit? Dann rettet mit mir die Welt! Die Wandschauer standen zunehmend im Rampenlicht. Sie waren zu modernen Erlöserfiguren geworden. Und es entstand ein regelrechter Wandschauer-Kult. Sie wurden sogar zu Superhelden in Science-Fiction-Filmen. Hartnäckig hielt sich das Gerücht, die Wandschauer würden über übernatürliche Kräfte verfügen. Da konnten die UNO und das PDC so viel dementieren, wie sie wollten. Die einzige Ausnahme war Luo Ji. Er lebte abgeschieden von der Welt und zeigte sich niemals in der Öffentlichkeit. Keiner wusste, wo er war und was er tat. Frederick Tylers Haus wurde, wie das aller Wandschauer, umfassend bewacht. Jeder Besucher musste sich einer strengen Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Guten Abend. Darf ich eintreten? Beim Anblick dieses Besuchers wusste Tyler sofort, bitte sehr, dass der Mann für niemanden ein Sicherheitsrisiko sein konnte. Was kann ich für Sie tun? Was der armselig aussehende Mann sagte, traf Tyler wie ein Blitzschlag. Wandschauer Frederick Tyler? Ich bin Ihr Wandbrecher. Die Sonne verschwand bereits hinter den Bergen. Das sanfte Zwielicht lag auf den schneebedeckten Gipfeln, dem See, dem Wald. Lu Ji saß mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter auf dem Rasen am Ufer. Verzeihen Sie die Störung. Mr. Tyler. Willkommen.
Wir haben nur selten Besuch. Aber es ist uns eine Freude, Sie zu sehen. Das ist meine Frau Juanyan und unsere Tochter Tia. Sehr freut. Wir lassen euch beide allein. Ich mache etwas zum Abendessen. Nicht nötig. Ich möchte mich nur kurz mit Dr. Luo unterhalten und bleibe nicht lange. Xiaxia, kommst du? Bitte. Ja, Mami. Setzen Sie sich. Danke. Sie leben ziemlich abgeschieden hier. Kriegen wohl nicht viel mit von der Welt da draußen, ne? Nein. Sie sehen ziemlich mitgenommen aus. Müde. Was kann ich für Sie tun? Vor 4 Tagen hatte ich Besuch von meinem Wandbrecher. Oh, so früh. Genau das habe ich ihn auch gefragt. So früh? Ich habe noch Beweise gesucht. Sonst wäre ich früher gekommen. Okay, all right. Ja. Was wollen Sie? Zunächst möchte ich kurz den Plan schildern, den Sie nach außen vorgetäuscht haben. Ja. Eine Flotte agiler Kampfjäger, ausgestattet mit Wasserstoffbomben um die 100 Megatonnen Sprengkraft, soll die Weltraumflotte der Erde mit Selbstmordattacken auf die Trisolaris-Flotte unterstützen. Ja, vielleicht etwas vereinfacht dargestellt, aber das ist es mehr oder weniger. Richtig? Hören Sie fort. Ihre wahre Strategie sieht ein klein wenig anders aus. Ja. Ja, eine ganze Zeit lang war ich wirklich ratlos. Doch dann gaben Sie mir den Schlüssel zur Lösung des Rätsels. Die von Ihnen veranlasste Erforschung von Ceres, Europa und den diversen Kometen in unserem Sonnensystem. Ach, was haben diese Himmelskörper alle gemeinsam? Wasser. Und zwar in großen Mengen. Wasser? Bleibt doch der Mückenschwarm, Ihr Kampfgeschwader. Sein erstes Angriffsziel wird nicht die Trisolaris-Flotte sein, sondern die Weltraumstreitkräfte der Erde. Auf der Suche nach Kamikaze-Piloten wurden sie bitter enttäuscht vom Kampfgeist der heutigen Menschheit. Ach ja? Ja. Also begingen sie Verrat und suchten unter den ETO-Anhängern Piloten für ihren Mückenschwarm. Das klingt nicht sehr plausibel. Kommen wir zum Thema Wasser. In der entscheidenden Schlacht würde die von den ETO-Piloten gesteuerte Mückenschwarmflotte einen Überraschungsangriff auf die Weltraumflotte der Erde fliegen. Die ETO-Flotte würde sich dann der Trisolaris-Flotte anschließen, die sie sogar aufnehmen würde, da die ETO-Piloten ihre Loyalität gegenüber Trisolaris ja jetzt bewiesen hätten. Nur so leicht würde der Herr es den Überläufern nicht machen. Was könnten Sie dem Herrn als Zeichen Ihrer Ergebenheit anbieten? Was würde er benötigen? I don't know. Sagen Sie es mir. Auf Ihrer 400-jährigen Reise würde die Trisolaris-Flotte ihre Wasservorräte so gut wie aufgebraucht haben. Beim Eintritt in das Sonnensystem müssten die dehydrierten Trisolarier rehydriert werden. Trisolarier können dehydrieren, um den unvorhersehbaren klimatischen Veränderungen ihrer Umwelt zu begegnen. Sie können jederzeit ihre gesamte Körperflüssigkeit ausleiten. Dadurch werden sie trocken und faserig und können so unter absolut lebensfeindlichen Bedingungen überleben. Da das Wasser Teil ihrer Körper werden würde, wäre frisches, sauberes Wasser dem abgestandenen, zigfach recycelten Wasser an Bord auf jeden Fall vorzuziehen. Die Mückenschwarmflotte würde dem Herrn einen Eisberg aus riesigen Wassermengen bringen, die von Ceres in Europa und den Asteroiden gewonnen wurden. Hier würde nun die unabhängige Steuerkontrolle über die Kampfjäger ins Spiel kommen, die Sie für sich gefordert haben. Ja, und? Wenn die Mückenschwarmflotte erst einmal nahe genug an die Schiffe der Trisolaria herankäme, dann würden Sie, Frederick Tyler, den ETO-Piloten die Kontrolle über die Kampfjäger entziehen, auf Drohnenmodus umschalten und zum Angriff übergehen. Die Megawasserstoffbomben könnten so in nächster Nähe der Flotte des Herrn detonieren und sie vernichten. Gehen Sie. Leave me alone, please. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie haben Ihre Sache nicht schlecht gemacht.
Ich wünsche Ihnen, Frederick Tyler, dass Sie in die Geschichte eingehen. Alle seine Annahmen waren richtig. Das war meine Strategie. Und jetzt? Einen Tag später hat die Erde Trisolaris-Organisation meine Strategie online gestellt. Das hat sich ja ein Skandal ausgelöst. Der Planetenverteidigungsrat hat nochmal bestätigt, dass die Pläne eines Wandschauers nichts beinhalten dürfen, was Menschenleben gefährdet. Alles andere sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, dieser Begriff hat heutzutage Hochkonjunktur. Aber niemand kann sagen, ob es sich dabei nicht doch um ein Täuschungsmanöver handelt. Schließlich bin ich ja ein Wandschauer, nicht wahr? Also werde ich nicht angeklagt. Ich war völlig außer mir. Bin aus dem Saal gerannt, habe geschrien. Ich bin Wandschauer, Friedrich Tyler. Mein Wandbrecher hat meine Strategie bloßgelegt. Er hat recht. Ich bin ein Verbrecher gegen die Menschlichkeit. Ich bin ein Teufel. Verurteil mich zu Tode. Aus diesem Teufelskreis kommen wir niemals wieder raus, Mr. Tyler. Ja. Ruhen Sie sich aus. Bleiben Sie ein paar Tage hier. Dann können Sie sich entspannen. Ja. Ja. Ein bisschen Ruhe wird mir gut tun. Dürfte ich mir allein am See ein wenig die Beine vertreten? Sie können tun und lassen, was Sie wollen, Mr. Tyler. Danke. Ich rufe Sie dann zum Essen. Fünf Jahre lang hatte sich Luo Ji in der Abgeschiedenheit der Illusion hingegeben, die Außenwelt wäre nicht mehr als eine Art Quantenzustand, der nicht existierte, solange man ihn nicht bewusst wahrnehmen wollte. Moment. Plötzlich war er hellwach. Nee. Es war zu spät. Nein! Wandschauer Ray Diaz, Sie müssen uns erklären, warum der Test auf dem Merkur unterirdisch stattfinden soll. Nach Lage der Dinge müssen wir entscheiden, ob der Aufwand solcher Mittel gerechtfertigt ist. Die Abgeordneten der PDC-Wandschauer-Konferenz diskutierten über einen Test der stellaren Wasserstoffbombe. Während des letzten Jahrzehnts war ein theoretisches Modell einer Kernexplosion im Weltall entwickelt worden. Wenn wir nun jedes Detail unserer Pläne erklären müssen, was hat das dann noch mit den ursprünglichen Zielen der Operation Wandschauer zu tun? Wie dem auch sei, das Ziel von Untergrundtests auf dem Merkur ist, mit den Sprengungen eine riesige Höhle zu schaffen, die in Zukunft als Basis auf dem Planeten Merkur dienen kann. Für ein derartiges Bauprojekt ist das fraglos die kostengünstigste Methode. Wollen Sie damit sagen, dass Sie Merkur als Abschussbasis für stellare Wasserstoffbomben nutzen möchten? Ja. Die gegenwärtigen Verteidigungsstrategien konzentrieren sich vor allem auf die äußeren Planeten, weshalb den inneren Planeten, die fälschlich als irrelevant für die Verteidigung gelten, nicht ausreichend Beachtung geschenkt wird. Der von mir geplante Stützpunkt auf dem Merkur füllt eine Lücke in der allgemeinen Verteidigungsstrategie. Luigi erwachte. Mit der Hand tastete er nach seiner Liebsten. Doch die Matratze neben ihm war leer. Zhong Yan war fort. Was ist passiert? Er rollte sich aus dem Bett und ging ins Kinderzimmer. Keine Spur von Xia Xia. Auf dem ordentlich gemachten kleinen Bett lag eine von Zhong Yans wunderschönen Zeichnungen. Darunter hatte sie in anmutigen Zeichen geschrieben: Geliebter, wir warten am jüngsten Tag auf dich. Guten Tag, Dr. Luo. Generalsekretärin Sai.
Wo sind meine Frau und mein Kind? Sie warten auf Sie am jüngsten Tag. Nein. Das ist ein Beschluss des Planetenverteidigungsrates. Der PDC möchte, dass Sie Ihre Aufgabe als Wandschauer erfüllen. Es wird Ihnen kein Leid geschehen. Ich habe doch gesagt, dass Sie Teil meines Plans sind. Nach reiflicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das nicht Teil Ihres Plans ist. Deshalb... Sie haben mir ohne mein Einverständnis mein Kind weggenommen. Das ist gegen das Gesetz. Das ist richtig. Doch wir bewegen uns im Rahmen des Zulässigen. Sie müssen bedenken, Dr. Luo, dass das hier und sämtliche Mittel, auf die Sie zugreifen, nicht unter dem gewöhnlichen Recht einklagbar sind. Diese Maßnahmen sind in der gegenwärtigen Krise gerechtfertigt. Ihre Frau und Ihr Kind sind immer noch da, Dr. Luo. Sie warten gesund und munter in der Zukunft auf Sie. Dann werde ich jetzt auch mit Ihnen zum jüngsten Tag reisen. Das können Sie tun, aber ich frage Sie, Dr. Luo, würden Sie das angesichts des Überlebenskampfes, in dem die Menschheit steckt, wirklich wollen? Ich will nur mein eigenes Leben leben. Gut, aber was ist mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter? Möchten Sie nicht für sie Verantwortung übernehmen? Glauben Sie wirklich, dass ich an all dem etwas ändern kann? Ja, tatsächlich, das glaube ich. Sie könnten unter allen Wandschauern die besten Aussichten auf Erfolg haben. Um Ihnen das zu sagen, bin ich heute hier. Dann erklären Sie es mir. Warum? Weil Sie der einzige Vertreter der Menschheit sind, den Trisolaris schon heute tot sehen will. Was? Der Autounfall, der war für Sie gedacht. Ihre Freundin wurde nur versehentlich getötet. Aber es war nur ein Unfall. Das war von langer Hand geplant. Der Befehl kam direkt von Trisolaris und wurde über die Sophonen an Evans übermittelt. Das ist bis heute das einzige Attentat, das die Trisolarier selbst angeordnet haben. Die Trisolarier wollen mich umbringen. Warum ausgerechnet mich? Ich weiß es nicht. Evans wusste es wahrscheinlich, doch der ist tot. Er war es, der die Anweisung hinzufügte, dass das Attentat kein Aufsehen erregen dürfe. Was nur noch mehr beweist, wie wichtig Sie sind. Wichtig? Ich? Trisolaris hat Angst vor Ihnen. Finden Sie heraus, warum. Seien Sie Ihr eigener Wandbrecher. Wandschauer Manuel Rey Diaz. Wie sind Sie denn hier reingekommen, verdammt nochmal? Ich bin Ihr Wandbrecher. Oh, verstehe. Darf ich mich setzen? Nein. Nun seien Sie doch nicht eingeschnappt. Im Vergleich zu Frederick Tyler sind Sie ein großartiger Stratege. Ein kompetenter Wandschauer. Nein. Das meine ich ernst. Ich muss gestehen, dass Sie mich mehrere Jahre an der Nase herumgeführt haben. Ihre Obsession mit der Superbombe, einer im Weltraumkrieg reichlich ineffizienten Waffe, hat Ihre wahre strategische Absicht erfolgreich verschleiert. Hm. Und ich habe lange Zeit vergeblich versucht, Ihnen auf die Schliche zu kommen. Und was glauben Sie? Nun, Ihr tatsächlicher Plan war, wie Sie angekündigt haben, so viele Wasserstoffbomben, wie Sie bekämen, auf dem Merkur zu deponieren. Die massive Detonation der Bomben in den Tiefen des Merkurgesteins würden den Planeten massiv abbremsen. Und zwar mit der Folge, dass er sich nicht mehr in seiner Umlaufbahn halten könnte und in die Sonne fiel. Das klingt ja abenteuerlich. Beim Zusammenprall beider Gestirne würde eine riesige Menge Plasma ins All geschleudert, wo aufgrund der Sonnenrotation eine spiralförmige, molekulare Wolke entstünde. Diese Wolke würde sich ungehindert ausdehnen und eine Kettenreaktion in Gang setzen. Zuerst würden die drei Planeten Venus, Erde und Mars die spiralförmige Sonnenatmosphäre durchlaufen und aufgrund der atmosphärischen Reibung an Geschwindigkeit verlieren, bis sie ebenfalls in die Sonne fielen. Und der Ausstoß von stellarer Materie ins All würde sich verschlimmern. Aus einer spiralförmigen Molekularwolke würden vier. Sie sind sich schon dessen bewusst, dass ich von Haus aus Politiker bin, kein Astronom. Ganz allmählich würde sich auch der Jupiter verlangsamen
und sich auf seiner Umlaufbahn immer mehr der Sonne nähern. Bis auch er irgendwann in sie hineinfiele. Ein Planet mit der 600-fachen Masse der vier Planeten zuvor. Ach. In welchem Zustand sich dann die Sonne befände und wie das Sonnensystem am Ende dieser Kettenreaktion, wenn alle Planeten verschwunden wären, aussähe, können wir nicht wissen. Eins ist jedoch sicher. Für unsere Zivilisation und sämtliches Leben wäre das die sofortige Vernichtung. So viel ist mir aus Ihren Ausführungen auch klar geworden. Für Trisolaris ist ein intaktes Sonnensystem die einzige Hoffnung. Die Trisolarier würden zusammen mit der Menschheit untergehen. Ach, und Sie meinen, mein Plan wäre die totale Zerstörung? Ihre Strategie ist Erpressung. Die Drohung, alles zu vernichten. Der gemeinsame Untergang. Sobald der Merkur mit einer Unzahl von Wasserstoffbomben bestückt wäre, würden sie Trisolaris mit dieser Drohkulisse zur Kapitulation zwingen und der Menschheit einen triumphalen Sieg bescheren. Als Ihr Wandbrecher interessiert mich nicht, was Sie dazu zu sagen haben. Denn wir wissen beide, dass es die Wahrheit ist. Die Temperaturen waren in den letzten Tagen erheblich gesunken und es hatte zu schneien begonnen. Auf dem See hatte sich eine dünne Eisschicht gebildet. Alles muss mit Yvengia zusammenhängen. Angenommen, im Universum gäbe es viele große Zivilisationen. Womöglich so viele wie sichtbare Sterne. Liu Ji stellte überrascht fest, dass er nicht am Anfang, sondern bereits mitten im Denkprozess steckte. Kosmosoziologie wäre dann die Wissenschaft von der Natur dieser übergreifenden Gesellschaft. Inzwischen war er sicher, dass seine jetzige Situation allein auf die zufällige Begegnung mit Professorin Yevenge vor 9 Jahren zurückzuführen war. Erstens, Überleben ist das oberste Gebot jeder Zivilisation. Zweitens, Zivilisationen wachsen und dehnen sich ununterbrochen aus. Aber die im Kosmos verfügbare Materie bleibt konstant. Liu Ji spürte, dass die Antwort in diesen beiden Sätzen lag. All das gehorcht einer Regel, die noch einfacher ist. Der Stärkere überlebt. Damit du aus diesen beiden Axiomen eine grundlegende Vorstellung der Kosmosoziologie entwickeln kannst, musst du noch 2 weitere Konzepte mit einbeziehen. Zweifelsketten und die technische Explosion. In dem uns am nächsten gelegenen Sonnensystem ist eine hochintelligente Zivilisation entstanden. Während die gesamte Milchstraßengalaxie einer riesigen leeren Wüste gleicht. Und in diesem Mysterium fand er einen Ansatzpunkt für seine Überlegungen. Zweifelsketten und technische Explosion. Allmählich gewannen die beiden Konzepte, die Yevengie nicht weiter erklärt hatte, an Klarheit. Uji versank geradewegs im See. Die beißende Kälte schoss wie ein gleißender Blitz in sein Bewusstsein und erleuchtete alles. Er sank tiefer. In dieser einsamen und kalten Schwärze erblickte er die Wahrheit über das Universum. Er spürte, dass seine Kraft nur für einen entscheidenden Versuch reichen würde. Mühsam erreichte er das Ufer. Doch die Kälte schien weder vom Wasser noch vom schneidenden Wind zu kommen. Sondern direkt aus dem Weltall. Wandschauer, Luigi, ich bin dein Wandbrecher. Wandschauer Manuel Rey Diaz stieg die Passagiertreppe hinunter und atmete die vertraute tropische Luft ein. Dann ging er auf die Knie und küsste die Erde seines Heimatlandes. Anschließend fuhr er, beschützt von einem großen Aufgebot an Militärpolizei,
in die Hauptstadt bis zur Plaza Bolívar. Direkt vor dem Denkmal Simon Bolívars stieg Rey Díaz aus und stellte sich auf den Sockel. Ein Volk! Mi pueblo! Der erste Stein traf ihn an der ausgestreckten Hand, der zweite an der Brust, ein dritter krachte gegen seine Stirn und ließ ihn taumeln. Ein wahrer Hagelsturm aus Steinen traf ihn. Den letzten Stein warf eine alte Frau. Mit großer Mühe hatte sie ihn bis zu seiner Leiche getragen. Bastardo! Du wolltest uns alle umbringen, auch meinen Enkel! Du wolltest meinen Enkel umbringen! Wenn es im Weltraum außer Trisolaris weitere Beobachter gäbe, wäre Ihnen die Position der Erde bekannt? Nein. Aber die Erde hat doch mit Trisolaris kommuniziert. Falls es einen dritten Beobachter gäbe, würde ihm diese Kommunikation zwar verraten, dass diese beiden Welten 4,2 Lichtjahre voneinander entfernt am Orionarm der Milchstraße existieren, aber er könnte sie nicht exakt lokalisieren. Wie könnte man denn die Position eines Sterns einer anderen Zivilisation übermitteln? Die entscheidende Information ist die relative Position von Sternen zueinander. Wenn Sie eine bestimmte Region des Weltraums innerhalb der Milchstraße mit einer ausreichenden Anzahl von Sternen bestimmen, sagen wir ein paar Dutzend, dann wäre Ihre relative Verteilung im dreidimensionalen Raum so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Habe ich das richtig verstanden? Wir senden eine Nachricht ins All mit der Position eines Sterns im Verhältnis zu den umgebenden Sternen. Und der Empfänger vergleicht diese Daten mit seiner Sternenkarte, um daraus die Position des Sterns abzuleiten. Richtig. Doch ganz so einfach ist es nicht. Der Empfänger muss in Besitz eines dreidimensionalen Modells der gesamten Galaxie sein, das die exakte relative Position jedes einzelnen von 100 Milliarden Sternen markiert. Oha, das klingt alles andere als einfach. Und das alles ist ständig in Bewegung. Noch eine Frage. Außerhalb des Sonnensystems existieren weitere Planetensysteme. Aber sicher. Wir haben bislang 512 entdecken können. Gibt es ein System, das ungefähr 50 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt ist? Moment. Ja, hier. 187J3X1. Das wäre 49,5 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Perfekt. Könnten Sie eine Positionsgrafik erstellen mit den umgebenden Sternen? Selbstverständlich. Zwei Meteore bewegten sich langsam über das Sternenfeld. Unten war es ganz dunkel und der ferne Horizont verschmolz mit dem Nachthimmel. Die bedrückende Welt des Virtual Reality Games Three Body. Plötzlich leuchtete eine kleine Flamme auf und erhellte vier Gesichter. Es waren Shi Huangdi, Aristoteles, Mozö und von Neumann, die Avatare der Mitglieder der ETO, der Erde-Trisolaris-Organisation. Der Herr hat einen neuen Befehl erteilt. Vernichtet Wanshawa Lu Ji. Auch wir haben diesen Befehl erhalten. Das ist bereits das zweite Mal, dass der Herr ein Attentat auf Lu Ji anordnet. Aber ihn zu töten wird schwierig werden. Schwierig? Unmöglich ist es. Hätte Evans den ersten Anschlag auf sein Leben nicht mit dieser besonderen Bedingung versehen, dann wäre er bereits seit 5 Jahren tot. Vielleicht hatte Evans ja recht. Schließlich kennen wir seine Gründe nicht. Wir können nichts tun. Luo Ji hält sich mittlerweile in einem Bunker auf. Der ist 200 Meter unter der Erde. Und wie wäre es mit Atomwaffen? Das ist ein atomarer Schutzbunker aus der Zeit des Kalten Krieges. Verdammt nochmal! Wir könnten das Sicherheitspersonal infiltrieren. Das versuchen wir doch schon seit Jahren. Und? Ist es gelungen? Der Herr muss uns helfen.
Wir brauchen seine Technik. Darum habe ich gebeten. Erstaunlicherweise hat der Herr meine Bitte nicht komplett ausgeschlagen. Hier sind die Besten aus jeder Region der Erde versammelt. Wie kann es sein, dass uns nichts einfällt? Geht nach Hause. Denkt darüber nach und schickt mir eure Pläne. Möglicherweise ist der Herr selbst bedroht. Das Gute an diesem Projekt ist, Frau Generalsekretärin, dass es fast nichts kostet. Sehr schön. Dann erklären Sie uns doch bitte Ihren Plan. In der Kurzfassung sieht der Plan folgendermaßen aus. Mittels Radiowellen, die wir von der Sonne verstärken lassen, senden wir eine Botschaft ins All. Diese Botschaft enthält drei einfache Bilder. Und was soll das sein? Sie müssen diese Frage nicht beantworten, Wandschauer Luo. Es ist ein Fluch. Wie bitte? Das ist ein Scherz. Ein Fluch? Gegen wen? Gegen die Planeten des Sterns 187J3X1. Auf welche Weise? Das lässt sich noch nicht sagen. Doch eins steht fest. Die Folgen dieses Fluches werden katastrophal sein. Der Stern ist etwa 50 Lichtjahre von uns entfernt, was bedeutet, dass der Fluch frühestens in 50 Jahren seine Wirkung entfaltet. Optimistisch gerechnet. Eins muss man Ihnen lassen, Dr. Luo. Es ist Ihnen gelungen, einen absurden und rätselhaften Plan vorzustellen. Aber ich habe noch eine Frage. Davon ausgehend, dass es sich hierbei um einen Fluch handelt, warum richten Sie ihn dann nicht auf den Planeten unseres Feindes? Erstmal wollen wir das Konzept testen. Der eigentliche Einsatz erfolgt erst während der Entscheidungsschlacht. Könnte man nicht Trisolaris als Testobjekt benutzen? Trisolaris ist zu nah. So nah, dass die Auswirkungen des Fluchs bis zu uns reichen könnten. Eine letzte Frage. Was haben Sie während der nächsten 100 Jahre vor? Sie werden von mir erlöst sein. Ich gehe in den Kälteschlaf. Wecken Sie mich auf, wenn die ersten Effekte des Fluchs zu beobachten sind. Während der Vorbereitung auf seinen Kälteschlaf erwischte Luo Ji die Grippe. Zunächst litt er unter den üblichen Symptomen. Doch nach 2 Tagen verschlimmerte sich sein Zustand. Luo Ji verbrachte die Nacht im Fieberwahn. Gegen Morgen fing er an, Blut zu spucken. Diese Grippe beschäftigt uns schon lange. Ihr Ursprung und ihre Symptome sind höchst ungewöhnlich. Jetzt ist klar, dass es sich um eine genetische Waffe handeln muss. Eine Art genetischer Lenkflugkörper. Lenkflugkörper? Ein höchst ansteckendes, genetisch verändertes Virus, das bei den meisten Menschen nur milde Grippesymptome auslöst. Allerdings verfügt das Virus über die Fähigkeit, den genetischen Fingerabdruck einer bestimmten Person zu erkennen. Sobald sich diese Person damit infiziert, entwickelt das Virus tödliche Gifte. Jetzt wissen wir, wer an dieser Person ist. Was sollen wir tun? Das Virus ist bereits tief eingedrungen. Die Leber des Patienten arbeitet nicht mehr. Und seine Herz-Lungen-Funktion versagt. Die heutige Medizin kann nichts mehr für ihn tun. Am besten, Sie versetzen ihn so schnell wie möglich in den Kälteschlaf. Ein Tag später wurde ein Strom hochenergetischer Radiowellen von der Erde Richtung Sonne gesendet. Er drang in die Konvektionszone ein und weiter bis zum Energiespiegel der Sonne, wo Luo Jis Fluch reflektiert und 100-Millionenfach verstärkt mit Lichtgeschwindigkeit ins Universum katapultiert wurde. Jahr 12 der Krise. Abstand der Trisolaris-Flotte zum Sonnensystem 4,18 Lichtjahre. Der nächste Pinsel war im Weltall aufgetaucht. Die Trisolaris-Flotte hatte das zweite Feld aus interstellarem Staub durchquert. General? Hubble 2 observierte den Abschnitt pausenlos. Sehen Sie mal genau hin, was erkennen Sie? Ich
sehe 1000 Borsten. Sehen Sie noch mal genauer hin. Sieht aus als 1, 2, 3, 4... 10 der Borsten sind länger als die anderen. Richtig. Diese 10 Schweifspuren sind eher schwach. Man sieht sie erst unter starker Vergrößerung. Heißt das, Dr. Ding, dass diese 10 Kriegsschiffe beschleunigen? Sie beschleunigen alle, nur diese 10 stärker als die anderen. Untersucht man aber die Struktur dieser 10 Schweife genauer, zeigt sich, dass sie wesentlich kleiner sind als die der Kriegsschiffe dahinter. Ungefähr 10.000 Mal kleiner. Und damit in etwa so groß wie ein LKW. Bei dieser Größe müsste es sich um Sonden handeln, oder? Ja, das sind Sonden. Sie haben doch schon die Sophonen. Wozu noch Sonden? Damit hatte Hubble 2 eine weitere alarmierende Entdeckung gemacht. Die Menschheit würde es früher als erwartet mit trisolaren Flugobjekten zu tun bekommen. Auch wenn es sich nur um 10 kleine Sonden handelte. Moment. Können Sie das genaue Datum bestimmen, wann die Flotte die Sonden losgeschickt hat? Sekunde. Vor genau 4 Jahren und 53 Tagen. Aha. Was hat es mit diesem Datum auf sich? An diesem Tag, vor 4 Jahren, habe ich an einer Wandschaueranhörung des PDC teilgenommen, bei der Lu Ji vorschlug, mithilfe der Sonne einen Fluch ins Weltall zu schicken. Der dunkle Wald. Ein Hörspiel in 4 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Liu Cixin. Aus dem Chinesischen von Karin Betz. Ende des 2. Teils. Es sprachen Luo Ji, Max Mauf, Isabella Sai, Sona MacDonald. Wandbrecher Nummer 1, Thomas Gimbel. Wandbrecher Nummer 2, Santiago Ziesmer. Und als Erzähler Andreas Fröhlich und Sebastian Rudolph. In weiteren Rollen Matthias Buntschuh, Eric Carter, Walter Gontermann, Carlos Lobo, Annika Schilling, Tanja Schleif, Tatja Seibt, Tom Zahner und viele andere. Musik Andreas Koslik. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Eva Soloch. Bearbeitung und Regie Martin Zülker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie Christina Hensel.